Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 3 Götterdämmerung. Diesmal habe ich mein Mikrofon bei OBS mal ausgemacht. Das habe ich nämlich im letzten Part vergessen und ich wollte jetzt keine doppelte Audiospur draufhauen. Das hört sich nämlich ein bisschen merkwürdig an. Ja, dafür muss ich das nicht schneiden. Und deswegen habt ihr auch ein bisschen was noch so gesehen. Ich hoffe, ich habe mir nicht irgendwelche Sachen angeguckt, die dann bei der Aufnahme dabei waren. Nein, habe ich nicht. Ich weiß nämlich. Ich habe ein paar Sachen zu The World Ends With You geguckt. Wo ist der fucking Gabriel? Hast du nichts zu tun? Ich suche euren Anführer, Gabriel. Einige Dinge werden sich niemals einer machen. Hä? Nicht doof? Nein. Ich glaub, ich will das hier, bitte bloß auf. Was? Nein! Ach, egal. Störe mich hier nicht. Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Lassen. Wir waren gerade am Reden. Hast du nichts zu tun? Störe mich nicht. Warmes Feuer. Du hast doch sicher noch Wichtigeres zu tun, oder? Kann mir mal einer von euch sagen, wo ich Gabriel finde? Lass mich in Ruhe. Ich bin mir sicher, ich glaube, ich will das gar nicht. Störe mich nicht. Das brennt gut. Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Warmes Feuer ist doch was Feines. Hä? Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Oh, zu viele Leute. Wo ist denn dieser Gabriel? War doch hier im Lager. Verarsch mich doch nicht. Oder ist er da? Ach, das ist der. Ja. Der ist das. Okay. Was gibt es? Ich habe eine Nachricht von Khan. Er bietet dir einen Waffenstillstand an. Das kommt ziemlich unerwartet. Er hat außerdem einen deiner Leute freigelassen. Also, was sagst du zu dem Angebot? Es ist zwar schön, dass er den Gefangenen freigelassen hat, aber ich kann auf das Angebot nicht eingehen. Sag Khan, dass ich sein Angebot zu schätzen weiß und gib ihm zum Dank dieses Gold hier. Verstanden, ich mache mich gleich auf den Weg. Du hast doch sicher noch was. Warum? Stör mich nicht. Warum kannst du diesen Waffenstillstand nicht eingehen? Du kannst einfach, das ist in diesem Spiel, du kannst einfach beiden Parteien nicht trauen, weil du bei beiden Parteien nicht weißt, was die eigentlich im Endeffekt vorhaben. So, ich will jetzt erst diese Waffe haben. Schnapsbeere. Ja. Das ist voll das Problem. Du kannst halt beiden Parteien nicht trauen. Also Khan traue ich sowieso nicht. Und die ganzen Orks, weil, ne? Die verheimlichen dir halt alles. Die sagen alle so, ja, das geht dich nicht, nichts an. Und die sagen so, ja, Waffenstillstand, nö, können wir nicht machen, weil Gründe und Gründe unbekannt. Und eigentlich, zwangsrekrutieren wir alle in der Armee. Uns ist scheißegal, was mit den Leuten passiert, was mit deren Familien passiert und wir sind die größten Arschlöcher, haben aber keinen Peil von sonst irgendetwas. Sondern Hauptsache kämpfen und Hauptsache aufs Maul. Das ist so die Gorn-Seite. Und wie gesagt, die Ork-Seite ist so, ja, wir haben total viele Geheimnisse, das geht euch alles nichts an, sei nicht so neugierig. Und uns kann man eigentlich gar nicht trauen. Hä? Deswegen musst du eigentlich nur mit Gorn und Taurus reden. Taurus sagt dir aber auch nichts, weil der auch sagt, ja, ich trau dir nicht. Okay, kann ich verstehen. Ich habe echt eine Truhe vergessen. Krass. Jetzt sag mir bitte nicht, dass der schwarze Troll da wieder drin ist. Oder war es ein normaler Troll? Ich weiß es nicht. Hier ist auf jeden Fall nichts drin, sehr gut.
So, dann zeig mir mal das Überschwert. Herzreißer. Ursprünglich geschaffen, um das Herz eines Drachen zu durchbohren, hat es diesen angeblich auch getötet. Ah ja. Ein mächtiges Schwert. So, Hontera. Ist der falsche Ork-Schamane? Warum seht ihr auch gleich aus? Du musst weiter. Was hier irgendwo der Hack? Da. Siehst du nicht, dass wir reden, Mora? Übrigens, dieser Airhack wird für ein anderes Spiel noch, wird für später auch noch wichtig sein. Für später in einem anderen Spiel wichtig sein. Ich hoffe, dieser Trottel hat den Waffenstillstand angenommen. Nein, der Trottel hat ihn nicht angenommen. Gabriel hat dein Angebot abgelehnt. Was? Dieser Vollidiot? Na gut, wie er will. Dann muss ich ihn und seine Leute eben töten. Wenn Gabriel unbedingt Krieg will, dann soll er ihn bekommen. Sag so mal, dass wir Rüstungen brauchen. Eins noch. Was denn? Er hat mir dieses Gold hier für dich mitgegeben, als Dank dafür, dass du den Gefangenen freigelassen hast. Glaubt er etwa, ich will seine Almosen? Behalt das Zeug! Ich werde diesen Dreckskerl in Stücke reißen. Was willst du? Wie viele Rüstungen soll ich holen? Drei. Wo finde ich Soma? Muss man dir denn alles erklären? In Kap Dun natürlich. Und jetzt beweg deinen Hintern. Urbanus schickt mich. Er will, dass ich mir ein Banditenlager mal genauer ansehe. Warum das denn? Die Banditen dort haben das Artefakt geklaut. Du bekommst die Erlaubnis nur, wenn du einen Ersatz für Urbanus findest. Und wo finde ich einen Ersatz? Red mit Arthur. Er kann dir weiterhelfen. Und jetzt verschwinde! Meld dich bei mir, wenn die Sache erledigt ist. Mach dich nützlich, Mann. Wo finde ich diesen fucking Arthur? Oh, Mensch. Arthur. Das gibt's doch nicht, ey. Was kann Söldner. Stör mich Omer. Nicht. Hallo. Kannst du mir sagen, wo ich Arthur finde? Arthur? Du solltest den Kap Dun suchen. Soweit ich weiß, lebt er dort. Ich mach erstmal Pause. Was noch zu tun? Ist das euer fucking Ernst? Hallo. Kannst du mir sagen, wo ich Arthur finde? Ich kenne keinen Arthur. Tut mir leid. Ich brauche Ruhe. Ich mach erstmal Pause. Du hast noch zu tun, da bin ich mir sicher. Ich brauche Ruhe. Wir unterhalten uns gerade. Du hast noch zu tun, ich brauche Ruhe. Ich muss denken, Mora. Mach dich nützlich, Mora. Ich brauche Ruhe. Ich werde mich ausruhen. Du musst weiter. Wahnsinn, ey. Auf nach Kap Dun. Verschwinde. Was willst du, Mora? Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Verschwinde. Was willst du, Mora? Du musst weiter. Lass mich in Ruhe. Ich ruhe mich ein wenig Mach aus. Dich nützlich, Mora. So, bist du Arthur? Verschwinde. Mach's auf den Big Boss Stuhl. Was willst du? Ich suche einen Arthur. Und dich suche ich. Khan schickt mich. Er braucht drei Rüstungen und Waffen. Mist. Ich habe zwei Rüstungen fertig, aber für die dritte fehlt mir das magische Erz. Was mache ich jetzt bloß? Khan wird mir die Finger abhacken. Ich besorge dir das Erz. Oh, vielen Dank, Mann. Wie viel Erz brauchst du?
10 Erzrohlinge müssten reichen. Du wirst sie doch beeilen, oder? Oh, verdammt. Klar, mach dir mal keine Sorgen. Wo finde ich Erzrohlinge? Überall. Bitte beeil dich, sonst bin ich meine Finger und vielleicht auch meinen Kopf los. Schon gut, ich geh dann mal. Du hast noch zu tun, da bin ich mir sicher. Überall. Das ist genauso, als wenn du mir sagen würdest... Störe mich nicht. Wie viel habe ich denn? Magisches Erz 14. Oh, das gibt's doch nicht. Fehlen mir 3 Erzrohlinge oder was? Ich denk gerade nach. Da. Ich brauche deine Hilfe. Wer tut das nicht? Khan braucht einen Ersatz für Urbanus. Woher wusstest du das? Psst. Das bleibt mein kleines Geheimnis. Wen schlägst du vor? Naja, der Orkmor könnte der richtige Mann. Der Ork sein, um Urbanus zu ersetzen. Jung, forsch und er weiß, wie man alles aufschlitzt, was sich bewegt. Wo finde ich ihn? In Kapdun. Und jetzt geh. Schnell, bevor uns noch jemand zusammen sieht. Gut, ich bin dann weg. Und denk dran, wir haben uns nie gesehen. Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Ein, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. Verschwinde. Was willst du? Du wirst als Ersatz für Urbanus im Lager gebraucht. Okay, bring mich zum Lager. Aber bleib mir vom Leib. Ich kann Morras nicht ausstehen. Gut, das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich muss den tatsächlich dorthin eskortieren. So, wo ist der Typ? Och, lass mich doch in Ruhe! Bleib stehen! Warte hier. Sicher. Komm, ich mach dich fertig. Mache ich dich zusammen mit dem anderen Ork fertig. Wo bist du? Komm. Der ist stark. Fuck. Das könnte ein schwerer Kampf werden. Doch nicht. Boah.
Da! Na? Ne, da muss ich mich eben heilen. Ich hasse es. So. Hätten wir das. So. Das war mir jetzt ein bisschen zu riskant. Nächstes Mal bist du dran. Pack die Magie weg. Halt die Klappe. Weg mit der Magie. Was ich sagte, weg mit der Magie. So. Ich finde das so dumm, ne? Ich hab die Dinger. Meine Finger. Ich meine mein Erz. Da, bitte. Danke. Tut mir leid. Ist ein alter Witz unter Schmieden. Vielen Dank, du hast mir den Arsch gerettet. Ah, du bist es. Danke nochmal, dass du mir den Hintern gerettet hast. Wenn es dich in diesem Krieg erwischt, fertige ich dir eine Rüstung für dein Begräbnis. Versprochen. Bis dann. Es ist so dumm, ne? Die sind dann im Lager, du brauchst die für die Mission. Und was passiert, wenn du die holst? Dann wirst du als Dieb gesucht. Muss ich den wegbringen? Aber ich habe 40 Lernpunkte, das heißt, ich kann bestimmt etwas lernen. Bei den Großwildjägern zum Beispiel. Großwildjäger könnte ich lernen, ja. Habe ich euch schon mal gesagt, dass ich es hasse, Escort-Missionen zu machen? Nein, noch nicht? Echt nicht? Gut, dann sage ich es euch jetzt. Ich hasse Escort-Missionen. Pass auf, das Feuer ist heiß, Morra. Du solltest jetzt gehen. So, Eidechse. Vor allen Dingen muss ich jetzt den ganzen Weg mit dem von Kapdu nach Montera laufen, als ob das mal eben so ein Katzensprung wäre. Boah, ist das nervig, kann ich euch sagen. Ach, da ist tatsächlich ein Wag. Ha! Bleibt er jetzt bloß nicht hängen. Danke. Okay, die scheint frisch tot zu sein. Stimmt, hier bin ich ja schon mal lang gegangen, ne? So, ich bin jetzt Meisterbogenschütze, Wildjäger. Jetzt fehlt noch Großwildjäger und Orkjäger, aber Orkjäger
so Sinn macht. Warum ist hier ein fucking... Warum sind hier fucking Schrate? Erwischen, ne? In diesem Gemetzel liegt keine Ehre. Nee, tut es auch nicht. Warum sind hier fucking Schrate? Gibt keinen Sinn, aber gut. Wow. Dreckiges Biest. Ich bin froh, dass ich so einen starken Bogen habe. Leute, bringt bitte den Ork nicht um. Und du bringst bitte die Jäger hier nicht um. Bring mir... 30. Das kann ich beides lernen. Wie werde ich ein Großwildjäger? Gut so. Wie werde ich Orkjäger? Nur weiter so. Okay, dann... Pfeile. Nehme ich alles mit. Giftpfeile nehme ich auch gerne mit. Klingenbolzen brauche ich nicht. Armbrust brauche ich nicht. Das könnt ihr sicher alles gebrauchen. Armeebogen weg. Das weg. Das weg. Bastardschwert kann ich inzwischen tragen. Und das lasse ich mal. So, dann habe ich jetzt das alles gelernt. Theoretisch könnte ich jetzt auf Stärke gehen. Wisst ihr was? Das machen wir dann auch. Der Rest wird Stärke. Weil ich kann die sonst einfach mit 2 Hits töten. Das ist Wahnsinn. Was brauche ich denn hierfür? 200 Stärke und Schwertkämpfer 2. Dann kann ich Meisterschwert tragen, ne? Ja. Also 20 Stärke. Boah. One hit. One hit. Heftig. Na? Komm schon. Er ist so gut wie tot. Ups. Da! Da! Die Biester lernen es einfach nicht. Da hast du natürlich vollkommen recht. Jetzt machen wir den Hirsch fertig. Scavenger. Liegt ein bisschen zu niedrig. Ah. Den
Hirsch machen wir auch fertig. Da in die Höhle gehen wir nicht rein. Die Biester lernen es einfach nicht. Naja, eigentlich sind die Biester ja ganz nett. Ich bin so stark mit dem Bogen, ey. Es wäre jetzt echt eine Schande, wenn die Story nicht beendet werden kann, aus gewissen arschigen Gründen. Upsala. Hi. Wow, ich brauch den nicht mal ganz spannen, ey. Ja. Auf jeden Fall, das ist so der Weg, den man am Anfang geht mit Torus. Wenn man nicht genug Gold hat für Erol. Und das kann, wenn man wirklich die Story straight macht, kann das wirklich passieren, dass man halt diese 50.000 Gold nicht hat. Da sind übrigens die Banditen, die natürlich noch nicht gespawnt sind. Was passiert dann alles erst später, wenn wir mit Urbanus wieder eskortieren müssen? Ach ja, jetzt sind wir den ganzen Weg gelaufen, ey. Wahnsinn. Also die Teleportsteine, die nützen die halt bei den Missionen absolut nichts. Wo ist der Ork? Das ist nicht dein verdammter Ernst. Der ist da irgendwo hängen geblieben. Komm hier hin. Meine Fresse. Wir haben es nicht mehr weit. Hirsch. Wildschwein. Ach ja, wir sind ja jetzt Großwildjäger, ne? Hast du das? Nein. Gut. Ach, scheiß auf den einen Hirsch. Ja. Scheiß auf den einen Hirsch. So, wohin muss ich dich denn jetzt bringen? Zu Kahn oder zu Urbanus? Bring dich mal erst zu Urbanus, weil der liegt hier auf dem Weg. Lass mich hier, in Ruhe, bis ich mit Urbanus zurück bin. Lass uns zum Lager gehen. Und den ganzen Weg nochmal zurück.
Oder den halben Weg. Geil, ab durch die Wildnis. So, dann werden wir gleich mal sehen, wie viel Schaden wir so an menschlichen NPCs machen. Das Hin- und Herlaufen, ja, ich liebe es. Ha, jetzt aber Hirsch. Bald ist es soweit. Ich laufe mit dir aber nicht zurück. Oh, mach keine Faxen hier. Lauf einfach. Wie gesagt, es könnte jetzt alles umsonst sein, weil wenn das mit Gorn irgendwie nicht klappt, dann weiß ich auch nicht. Geht eine Abkürzung. Wow. Ja, geh doch nicht darüber. Wow. Ich weiß, ich bin mit dem Schwert nicht besonders geschickt, aber... Das war's. Ogils Amulett. Das Amulett der Göttlichkeit, ungezucht nach diesem Artefakt. Kannst du bitte jetzt mal stehen bleiben und mir noch... Was, du musst weit verarschen, ey. Nix. So, Khan braucht Ausrüstung, sprich mit Urbanus. Lass die Mission jetzt einfach erfolgreich sein, ja? Beide. Ich brauche Ruhe. So. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Gehen wir zu Khan, bevor die Mission dann auch noch irgendwie fehlschlägt. Ich habe einen Ersatz für Urbanus gefunden. Dann steh hier nicht weiter blöd rum, sondern ersetz ihn! Verflucht, diese ständigen Unterbrechungen gehen mir auf die Nerven! Los, verschwinde! Da hast du die Dinger. Danke. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Dazu...
Stärke wollten wir jetzt machen, ne? Gut. Ja. Weiter, Mora. Das reicht mir. Bring das Zeug hier zu Torus. Okay. Und erzähl ihm, was dieser Vollidiot Gabriel zu meinem Angebot gesagt hat. Mache ich. Ausrüstung und Nachrichten für Torus. Jetzt gehe ich noch zu Ogit. Sprich mit Urbanus. Urbanus braucht Kahns Erlaubnis. Hä, das habe ich doch. Leute. Hier. Ich hab das. Überbringe dieses Artefakt an Kahn. Jetzt willst du mich verarschen, oder was? Bring mir. Was willst du, Mora? Und es kommt noch schlimmer. Wir sollten gar nicht hier sein. Irgendwann ist auch das vorbei. Wir sollten lieber trinken. Wir sollten dem Mora seine Lektion erteilen. Dann haben wir halt die eine Mission nicht erfüllt, so. Bin scheiße. Ogit schickt mich, um dir dieses Artefakt zu überbringen. Danke. Ich habe keinen Bock, jetzt den ganzen Weg zu laufen. Kahn gibt dir die Erlaubnis, mit mir zu kommen. Du musst weiter. So, danke. Sehr komisch. So. Mann, du bist ja immer noch hier. Bring meine Soldaten zu Kahn. Jetzt! Sehe ich etwa aus wie Osh? Melde dich bei ihm und stiehl nicht weiter meine Zeit. Ich habe die Sache erledigt. Ich hoffe, es gab keine Probleme. Und jetzt verschwinde. Kahn schickt mich. Ich soll dir das Zeug hier geben. Hast du etwas für mich? Geh und frag Osh. Wie viel brauche ich? 20. Shit, könnte ich vielleicht auch noch lernen. Ja, das könnte ich tatsächlich noch lernen. Schildparade. Und Regeneration. Also Paladin brauche ich nicht. Regeneration ist 300 Stärke. Okay. So, Osh. Jetzt kommen wir zu dir. Verstehe, ich gehe dann wieder, ja? Nein, nein, ich muss mich an Torus Anweisungen halten. Außerdem gäbe es da schon ein, zwei Sachen, bei denen du mir helfen könntest. Du siehst aus wie ein Krieger. Liege ich da richtig? Ja. Wo kommst du her? Ach, nirgendwo. Ich bin viel unterwegs und suche Arbeit. Kennt dich Torus von früher? Nein, ich bin hierher gekommen, als ich von dem Krieg gehört habe. Und warum kämpfst du da nicht? Warum hat Torus mir einen Krieger als Gehilfen geschickt? Ich glaube, wir sollten Torus' Entscheidungen besser nicht in Frage stellen. Na ja, da hast du wohl recht. Ja. Also, was soll ich als erstes erledigen? Die Orks bei Montera machen sich bereit für den Kampf. Werden sie Gotha angreifen? Die Trottel schaffen... Ich meine, Gorn hat viel zu viele Männer, als dass wir eine offene Schlacht riskieren könnten. Unsere Spione haben uns berichtet, dass Gorn bald wieder angreifen wird. Und die Orks müssen auf diesen Angriff vorbereitet sein. Und was soll ich jetzt machen? Bring diese Tränke und Waffen zum Lager der Orks. Sie werden dort dringend gebraucht. Wem soll ich den Kram geben? Kosar, dem Anführer des Lagers. Er befindet sich in dem Ork-Camp außerhalb von Montera, auf dem Weg nach Gotha. Gut, dann mache ich mich mal auf den Weg. Melde dich wieder hier, wenn du die Sache erledigt hast. Und achte darauf, dass dir niemand folgt. K.
Keine Angst, mir wird niemand folgen können. Montera. Ja. Die Trottel also. Hält wohl nicht viel von den Orks, aber mehr von Taurus. Sehr wahrscheinlich. Und er steht da mitten auf dem Weg, dieser Kosar. Bitte keine Escort-Mission. Du da, Mora, halt! Was ist los? Was hast du da? Sind das die Waffen und Tränke von Osh? Ja, sind sie. Ich soll sie Kosar geben. Taurus will sich das Zeug noch ansehen. Bring es sofort zu ihm. Warum das denn? Ich stelle keine dummen Fragen. Und das sollst du besser auch nicht. Bring die Tränke einfach zu Taurus, klar? Gut, ich bring sie zu ihm. Ich bin so froh, dass ich Teleporter habe. Ich bin echt so froh. So, vorher hole ich mir aber das Wolfskraut und die Heilpflanze. So, zack, zack. Teleport nach Treles. Das ist echt ein Hin und Her. Ohne Sinn und ohne Verstand. Also, das, ne, das hätte von mir programmiert sein können. So, ohne Sinn und Verstand. Du wolltest dir die Tränke und Waffen für Kosar nochmal ansehen. Ja. Warum? Da wir es in letzter Zeit öfters mit Sabotage zu tun hatten. Tränke wurden vergiftet oder die Waffen waren nutzlos. Okay, ich verstehe. Das braucht dich nicht weiter zu interessieren. Erledige einfach deinen Job. Okay, ist ja schon gut. Bring das Zeug jetzt zu Kosar. Und zwar schnell. Montera. Wow, das hat mal wieder etwas länger gedauert. Nach langer, langer Zeit. Habe ich euch das jemals erzählt? Also als ich Gothic 3 auf meinem alten Spielstand gespielt habe, Spielstand, auf meinem alten PC gespielt habe, ja, wo ist Kosar? Was willst du, Mora? Ich wette, das ist der, der da so mitten auf dem Weg steht. Osh schickt mich. Ich soll dir das Zeug hier geben. Danke. Ist bei Osh alles in Ordnung? Klar. Warum fragst du? Er ist in letzter Zeit so komisch. Irgendwas stimmt nicht mit ihm. Was glaubst du, was mit ihm los ist? Keine Ahnung. Ich sollte gar nicht mit dir darüber reden. Melde dich wieder bei Osh. Mach dich nützlich, Morat. Ja. Und da hat ein Teleport ziemlich, ziemlich lange gedauert. Also so 5 Minuten für eine für einen Teleport bei meinem alten PC? Ja, auf jeden Fall. Das kommt gut hin. Ja. Das haben wir sogar bald schon durch. Haben wir den Torusweg bald durch. Ich habe die Tränke zu Kosar gebracht. Gut. Wofür waren die Tränke denn? Das geht dich nichts an. Ich hab noch was für dich zu tun. Meine Informanten haben den Kelch von Kor-Kalom entdeckt. Ich will, dass du ihn mir besorgst. Den Kelch von Kor-Kalom? Warum will Taurus ihn haben? Was für Kräfte besitzt er? Stell nicht so viele Fragen, sondern tu, was ich dir sage. Warum holen deine Informanten nicht einfach den Kelch? Meine Informanten sind keine Krieger. Sie würden nie bis zum Kelch kommen. Deshalb musst du die Sache erledigen. Wo ist der Kelch denn? In den Minecrawler-Höhlen. Und pass auf, dass dir niemand folgt. Gut, verstanden. Ich mache mich dann mal auf den Weg. Störe mich. Kelch von Kor-Kalom. Ja. Gut, dann würde ich sagen, haben wir in diesem Part einige Missionen für Khan gemacht. Und für die ganzen Orks, die ganzen scheiß Escort-Missionen. Oh, sind die nervig. Und jetzt machen wir Aufgaben für Osh. Der in letzter Zeit wohl etwas komisch ist.
Naja, wir kennen ihn ja nicht, deswegen können wir das so nicht sagen. Er hat wohl keine guten Beziehungen zu den Orks. Wie gesagt, er dient vielleicht ein bisschen dem Taurus. Und alle anderen sind ihm eigentlich scheißegal. Das scheint es ja öfters zu geben. Das zwei? Das sind zwei. Nee, das eine. Gut. Dann erledigen wir den Wolf. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao und macht's gut.